Viele seiner Kollegen hätten bereits die Branche gewechselt. Ob die zurückkommen, wenn nach der Pandemie wieder Personal, zum Beispiel in Hotels oder Gaststätten, durch Corona kommt ja kein Problem auf die Insel, Brexit ist auch, das ist ja alles doof mit dem Bier. Wir wollen natürlich trotzdem den Kontakt halten, ja, aus Britannien, auch weil es natürlich in Deutschland viele royale Fans gibt. Also Leute, die interessiert sind, was macht eigentlich die Königsfamilie? Die werden ganz gut bedient im Moment. Muss man sagen, es gibt einen neuen Insta-Account. Prinz William ist, ich sag mal, an der Kamera unterwegs. Mhm. Und es gibt auch Leute, von denen man dachte, man hat nichts mehr im Netz. Sind wir da. Stilsicher, wie es sich für waschechte, royale Influencer eben gehört. So präsentieren sich Camilla und Charles auf Instagram. Aber die Duchess wollte wohl doch lieber etwas Eigenes machen. Deswegen geht Camilla seit neuestem ins Lesezimmer. Online. Auf ihrem Kanal The Reading Room stellt sie neue Bücher vor und parliert mit den Autoren. Und die jüngere Generation? Bei Prince William und Kate hat man ja eigentlich den Eindruck, dass alles, was sie tun, von ihnen dokumentiert wird. Dieses neue Foto findet sich aber nicht auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern bei einer gemeinnützigen Organisation. Zu sehen ist der Thronfolger, wie er hilft, Essenstüten für Obdachlose zu packen. Es war einer seiner drei Besuche der Obdachlosenhilfe, The Passage Charity, die eigentlich geheim bleiben sollten. Trotzdem ist dieser Schnappschuss ins Netz gelangt. Und was machen eigentlich diese beiden abtrünnigen Royals? I'm Harry. And I'm Ben. Sie hatten Social Media eigentlich den Rücken gekehrt, sind jetzt aber unter die Podcaster gegangen. Das heißt, sie haben eine eigene Online-Radiosendung. Die erste Folge ihres neuen Kanals, Archival Audio, wurde gerade veröffentlicht. Ein Jahresrückblick verschiedener Menschen, garniert mit einer Portion Exfoliantentropikums. So ganz können sie die Finger eben doch nicht vorwärts lassen. Duelle und Widerrede. Leere Innenstädte, geschlossene Läden. Sind jetzt die Zeit zum Umtausch von Weihnachtsgeschenken und den Einlösungen von Geschenkgutscheinen. Doch was bedeutet es, wenn das jetzt nicht funktioniert? Wie geht es weiter mit Schulen und Kitas? Ist derzeit an einem Unterkunft zu denken? Immer nur die Herr mit den meisten Corona-Bestimmungen. So ist es, und ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, vielen Dank, Joe Stritt aus Lörrach, für Ihre Frage, weil das ist eine, die uns heute Nacht schon häufiger beschäftigt hat. Ich möchte nämlich wissen, mein Bruder und seine Frau dürfen mich nicht besuchen, aber ich darf die beiden schon besuchen. Wir reden jetzt von der Kontakt. Wir reden von der Situation, ein Haushalt und eine Person. Genau. Das ist aber nicht richtig, was ich sage. Ist dann auch in beide Richtungen. Denn es hat nichts mit dem Besuch in der Wohnung als solchen zu tun, sondern mit der Zusammenkunft eines Haushaltes mit einer weiteren Person. Und das ist ja in diesem Fall auf jeden Fall unproblematisch. Es ist richtig gedacht, dass eine Person zu einem Haushalt kommt, sondern der Haushalt dann eine Person kommt. Okay, es geht nur um die Vermengung eines Haushalts mit einer weiteren Person. Das ist die strenge Kontaktbeschränkung, die am Montag. Okay, wunderbar. Das ist echt wichtig, dass du klären. Bilder bekommen. Hier gibt es bei der Kontaktbeschränkung eine feste Person, die eine Person bei kann. Ich vielleicht 10 an einem Tag machen. Das soll man zwar nehmen, ja, aber es gibt auf der neuen Jobs-Person. Und es dürfen dann wechselnde und aber sinnvoll ist es natürlich nicht. Absolut richtig. Letztes Mal hat uns eine Mail geschrieben, ich arbeite als Sozialarbeiterin in Rheinland-Pfalz. Heute Morgen habe ich mit einem Klienten einen Wohnungsbesichtigungstermin 23 Kilometer entfernt in einem Ort. Ist dieser Termin ein wichtiger Grund, dass ich dann im Auto bin? Da geht es jetzt um den Weg, so aus kleinen Schwärmen, die kommen soll. Das macht auch wieder die Bundesländer für sich. Das wird von der Inzidenz 200 oder am nächsten Mal. Thank you.
Alters der Eltern, weniger Geld in der Haushaltskasse, all das haben die Kinder schon vor den Ferien mitgeschult. An allen Enden wird hier deutlich, wie Corona die Ungleichheit auch unter Schülern weiter verschärft. Es gibt viele Regeln, damit kommen sie klar, aber Homeschooling und Distanzunterricht haben viele Schüler hier Angst. Ich habe jetzt für uns keinen Druck, ich habe keinen Computer und ich habe uns Druck, nur meine Zeit mit dem Gymnasium. Spieler auf Kenneth Mockel und
der spektakulär zur Mannbeckerführung gucken uns auch in die Pause und schicken nur an Ohrenkreis. Defensiv beide Mannschaften stark, die Korbausbeute eher gering. Des dritten Drittels das 45 zu 49, abnutzungsweise beim individuellen Korb, Einsatz der 3-Punkte-Linie, dort Problem der Schützen. Das Schlussviertel mit immer mit gleichen Vorteilen und mit mehr Tüten. Der Spiel war dann treffsicher, 56 zu 55. 90 Sekunden auf der Uhr, Bamberg mit einem Punkt vorn. Christian Seckfelder mit dem Versuch aus der Ecke. Treffer versenkt, 3 zu 71, 67 Führung. Das war die Entscheidung. Endlich mit Bamberg mit 74 zu 67. In der Tabelle geht es aufwärts von 10. Krasse Bilder, muss man sagen. Es war zwar zu erwarten und ja auch angekündigt, dass es Proteste geben würde in Washington, aber dass die so aus dem Ruder laufen, das hat uns dann doch alle überrascht und bestimmt natürlich auch die Nachrichten heute Morgen. Muss man sagen, da gehen wir jetzt hin nach Rotterdam schauen. Da ist Linda Zimmer gesprochen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. In Washington sind Proteste gegen den Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Biden eskaliert. Zahlreiche Trump-Anhänger stürmten am Abend des Kapitol, um die formelle Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentenwahl